Der Fehler, den viele Leute oder die super viele Duat-Prediger auf der ganzen Welt haben, ist, dass diese schon von vornherein unterwürfig zeigen bei ihren Reden, bei ihrer Diskussion oder und so weiter. Guck mal, hier, wenn ich hier zum Beispiel hier in diesem Land bin, da fragen die mich immer, ja, wenn ich mit einem aus dem Westen Dauer mache, worauf muss ich achten und so weiter und so fort. Ist ja nicht schlimm, wenn man diese Frage stellt, weil es gibt immer Sachen, auf die man achten muss. Aber ich merke bei der Frage schon, dass der eine Ehrfurcht hat vor dem, mit dem der Dauer macht. Und dann bist du verloren. Das ist wie bei einem Vorstellungsgespräch. Wenn du zu einem Vorstellungsgespräch bist und du gehst dorthin, oh, hoffentlich mache ich das nicht falsch, und hoffentlich sage ich dies nicht, und hoffentlich mache ich das nicht, und hoffentlich gefällt das dem und sehe ich den gut aus, dann kommst du dahin und du kriegst den Job auf keinen Fall. Weil deine Unsicherheit, du strahlst die Unsicherheit aus. Deswegen musst du dich erstmal vorher von deinem Produkt überzeugen. Dein Produkt ist hier Islam. Und Islam ist perfekt. Wenn du diese Einstellung hast, Bruder, da kann dir schon nichts mehr passieren. Da bist du überzeugend. Aber das Problem ist bei vielen Leuten, boah, ja, vielleicht könnte ihm dies nicht gefallen oder das nicht gefallen. Und nicht, hoffentlich fragt er mich nicht daran. Dadurch wirkt er schon unsicher. Der hat schon voll die Ehrfurcht vor dem Käfir, insbesondere wenn der aus Amerika oder irgendwo herkommt. Völliger Quatsch. Ach, der kann mich fragen, was er will. Mir wurde einmal die Frage bei einem Vortrag gestellt, über welche Themen sollte man in der Dawa nicht reden. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, es gibt keine Themen, über die man nicht reden darf. Weil das ist schon von vornherein die falsche Einstellung. Natürlich, es gibt bevorzugte Themen. Es gibt ganz klar in der Dawa mit Nichtmuslimen und auch mit Muslimen, es gibt bevorzugte Themen. Wie zum Beispiel Tauhid etc. Das Tauhid ist das bevorzugte Thema. Das ist der Hadith vom Propheten a.s., der in Bukhari und Muslim, soweit ich weiß, überliefert wird, auf jeden Fall der Sahih ist, als er Mu'adh ibn Jabal nach Jemen geschickt hat. Was hat er gesagt? Innaka latati qawmun ahl kitab, falyakal awun matad umilay, ay yuwahidullah, au shahadatu an la ila illallah. Das erste, wozu sie aufrufen soll, soll die Shahada sein. Machen wir erstmal auf Pause, inshallah. Weißt du, der zum Beispiel, der redet jetzt, da kommt jetzt irgendjemand in die Moschee oder in das Dawa-Zentrum aus Amerika oder was auch immer, und der hat schon vorher, der denkt so, der setzt sich schon so unter Druck, oh, hoffentlich sage ich dieses nicht, hoffentlich sage ich jenes nicht, hoffentlich fragt er mich das nicht und das nicht, und deswegen das alles Quatsch. Natürlich, wie der Hadith schon sagt, ja, der Prophet hat gesagt, das Erste, was du dir aufrufen sollst, soll die Shahada sein. Aber das ist allgemein. Heißt das jetzt, wenn jemand, weil einige hier verstehen das falsch, heißt das jetzt, jetzt kommt jemand zu dir in die Moschee, der sagt, ja, ich hatte eine Frage zum Islam. Ich wollte gerne wissen, wie ist das im Islam mit der Todesstrafe für Abtrünnige zum Beispiel. Jetzt kommt natürlich drauf an, was ist das für einer? Will der dich nur herausfordern? Oder was ist das für einer? In manchen Situationen ist es schlecht auszuweichen. Weil da zeigst du Unsicherheit mit. Und deswegen muss man ein bisschen Durchblick haben, was will der von dir? Hat der wirklich eine Frage? Ich meine, das ist auch ein blödes Beispiel, weil sowas ist mir in meinem Leben noch nicht passiert, dass jemand das die wichtigste Frage für den ist. Aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, der fragt über das Kopftuch. Das heißt, du redest dann über das Kopftuch. Du sagst, nee, über das Kopftuch reden wir heute nicht. Wir müssen erstmal mit dir das und das durchgehen. Das ist unrealistisch. Verstehst du? Praktisch, das funktioniert gar nicht, weil der kommt mit einer Frage zu dir. Der Daya, der ist wie ein Arzt. Ein Arzt, der fragt den Patienten, was er hat. Was hat er? Der sagt hier, nein, zum Beispiel, der hat einmal was Gutes gesagt. Der hat gesagt, ich frage die Leute immer, was gefällt dir nicht im Islam? Und dann sagen die, ja, dieses und jenes. Okay, dann können wir darüber reden. Aber bei all diesen Punkten muss man auf was achten. Und das ist ein Fehler, den auch viele machen. Die reden nur um den heißen Brei. Der erzählt dir 2 Stunden was von Vorzügen des Kopftuchs, die Weisheiten des Kopftuchs.
Das ist aber nicht der Punkt. Der sagt danach, ach ja, stimmt, weil Kopftuch ist eigentlich gut. Aber nimmt er jetzt Islam an? Nee. Vielleicht zieht er ein Kopftuch an, aber nimmt Islam trotzdem an. Wichtig ist, dass du zum Tauhid zurückgehst. Dass du zum Tauhid zurückgehst. Was ist der Tauhid in diesem Bereich? Dass man ihm erklärt, dass Gott uns erschaffen hat, dass Gott uns am besten kennt und dass Gott das Recht hat, uns zu erlauben und zu verbieten und dass wir dem gehorchen müssen, dass derjenige, der gehorcht, ins Paradies geht und derjenige, der nicht gehorcht geht, in die Hölle geht. Punkt. Das ist die Botschaft. Das ist ganz wichtig, dass man bei jeder Frage, die man hat, zu der Shahada wieder zurückgeht. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Was ist das? Erstens, du fragst mich über das Kopftuch. Ich sage, das Kopftuch ist Pflicht aus dem und dem Grund. Und Gott hat uns erschaffen. Der hat das Recht, uns zu bestimmen, was wir zu tun und zu lassen. Am Punkt, 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 Punkt. Wenn wir das tun, werden wir belohnt. Wenn wir das nicht tun, werden wir bestraft. Das ist Shahada an la ilaha illallah. Dann, Shahada anna Muhammadan Rasulullah ist was? Dass wir dem Propheten folgen. Der Prophet hat uns diese Botschaft gebracht, wir glauben daran, aus dem und dem und dem und dem Grund. Und deswegen, wie gesagt, das ist ein riesengroßer Fehler, dass man sich immer so nervös macht. Oh, hoffentlich sage ich dieses nicht, hoffentlich sage ich das nicht. Erstmal, kein Mensch ist perfekt. Kein Daher ist perfekt. Du kannst niemals dein ganzes Leben lang Dauer machen und du triffst immer für jede Person genau das richtige Wort, was diese Person bestimmt. Weil die Menschen unterschiedlich sind. Wie hat Amr ibn al-As den Islam angenommen? Wisst ihr, wie der den Islam angenommen hat? Der hat voll mit Faust von einem Muslim auf die Nase bekommen. Von dem Najashi. Der hat dem Najashi, was erzählt, da hat der Najashi dem sozusagen einen auf die Fresse gehauen. Daraufhin hat er sich für den Islam interessiert. Verstehst du, der andere, ja, ach, daraufhin hat er, war der so schockiert, dem seine ganze Arroganz, die ist in den Keller reingefallen und so war der offen für die Dauer danach. Das heißt nicht, dass er auf die Idee kommt, nicht, dass er jetzt auf die Idee kommt, einmal da reinzuhauen. Ich gebe das nur als Beispiel, ich werde dir die Geschichte inshallah jetzt mal ausführlich erzählen von Amr ibn As, radiallahu anhu. Ja, der andere, ach, der wird überzeugt durch... Den trifft etwas im Herzen von der Art und Weise, wie die Muslime sind. Der andere, den bewegen logische Argumente. Der andere, den bewegt etwas. Du kannst niemals immer genau das Richtige für den Richtigen treffen. Du kannst ein Talent dafür haben, du kannst kein Talent dafür haben, aber es gibt bestimmte Grundstrukturen, die du beachten musst. Das ist, dass du immer die Wahrheit sagst, ja, und dass du die Botschaft bringst. Und nicht rumschleimst. Das ist einfach so, weil du kannst nicht etwas von der Botschaft wegnehmen. Du bist der Postbote. Du bist der Postbote. An der Botschaft, an diesem Brief, an dieser Botschaft kannst du nichts ändern. Die Botschaft ist, wie es ist. Die musst du überbringen. Die Frage ist jetzt, ist es besser, vorne an der Tür zu klingeln? Oder ist es besser, an der Tür zu klopfen? Oder ist es besser, um das Haus herumzugehen? Oder ist es besser, vorher anzurufen? Da wirst du nie immer 100% den richtigen Weg finden. Aber wichtig ist, bring die Botschaft rüber. Denn Allah sagt in Surah 29, Vers 18, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündung. Und sogar der Prophet, der mit Abstand der Beste ist, der kein Taxieren der Dawa hat, der wurde einmal von Allah in dieser Sache, wurde er kritisiert. In Surah Abessa wa Tawalla. Ja, warum wendest du dich dem einen zu und der andere, der ist offen für die Botschaft? Ein Jahul Ama, als der Blinde zu ihm gekommen ist. Das heißt nicht, dass der Prophet eine Sünde macht oder, nein, auf keinen Fall, A'udhu Billah. Ja, aber hier ist die Sache einfach, verstehst du, der Prophet hat sich um einen etwas mehr gekümmert als um den anderen, weil er hier die Hoffnung gehabt hat, aber Allah sagt zu ihm, diese Leute, was kümmerst du dich um den, warum kümmerst du dich nicht um den? Abwasa wa tawalla an ja'ul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Und was lässt dich wissen, dass er sich reinigen wird, sozusagen? Dass er sich läutern wird. Subhanallah. Wie gesagt, Brüder, deswegen, wir müssen in dieser Sache Sicherheit haben. Und die Wichtigkeit dabei ist, du willst für den einen das Beste. Zweite Sache ist, dass du das verinnerlichst. Die zweite Sache, dass du dir sagst, die Botschaft ist perfekt. Wenn er das nicht akzeptiert, ist nicht mein Fehler, ist sein Fehler. Dritte Sache, dass du weißt, deine Botschaft ist nur, deine Aufgabe ist nur, die Botschaft zu überbringen.
Das ist die Hauptbotschaft. Und alles, was darüber hinausgeht, ist jeder. Deswegen diese ganze Angst, ja, hoffentlich sagt man dies nicht, hoffentlich das nicht. Hier hat mir jetzt einer gesagt, oh ja, die Dauer in Europa, man braucht Leute, die das richtig verstehen. Es gibt Leute, die kennen die Dauer nicht, die sagen, Gesichtsschleier ist Pflicht. Die schrecken die Leute vom Islam ab, die machen ein schlechtes Bild vom Islam. Erstmal, indem du jemanden, Gesichtsschleier ist vom Islam. Ob es Pflicht ist oder nicht Pflicht, ist ein anderes Thema. Der eine sagt Pflicht, der andere nicht, ist kein Problem. Aber wie kannst du Islam schlecht machen, indem du Islam beibringst? Zweite Sache, in Europa kann sowieso keiner mehr den Islam schlecht machen. Was willst du nach 11. September noch schlecht machen? Ey, das ist ein Riesenvorteil. Wenn du jetzt auf irgendeine Insel gehen würdest, durch dein Verhalten kriegen die vielleicht ein schlechtes Bild vom Islam. Aber nach Ehrenmord, ja, Ehrenmorden ohne Ende, 11. September und so weiter und so fort, Madrid und so weiter, du kannst gar nichts mehr falsch machen. Du kannst nur noch verbessern. Du kannst nichts mehr. Aber das ist ein Riesenvorteil für uns. Das macht uns die Sache leichter. Inshallah. Gehen wir zum Gebet, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.